Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed mit mir, The Gentleman. Wir haben gerade mal wieder ein bisschen weiter die Themse befreit. Doch garantiert jetzt ein Bossfight, ganz genau. Wir haben schon mal den Obermacker hier beseitigt beim Hinterhalt. Mit dem riesigen Vorteil, dass er jetzt beim Bannenkrieg uns nicht mehr im Blick hängt. Schauen wir doch mal, dass wir auch das schnell hinbekommen. Das bekommen wir doch hin. Die Chancen für die Rooks stehen gut, seit Miss Swinburne die Blighters auf der Themse nicht mehr anführt. Ich wünsche beiden Seiten viel Glück. Dieser Borough gehört nun uns! Gentlemen, wir sind Jacob und Evie Fry. Und von diesem Moment an arbeitet ihr alle für uns. Das hat doch auch schon mal ganz fluffig geklappt. Dann würde ich jetzt noch mal hier einmal an der Themse entlang gehen und schauen, dass wir hier das Wichtigste plündern in dieser Folge.
sind wir auch schon mal ein gutes Stück weiter. Einmal frisch gebadet. Dann wäre dort der nächste. So, danach hätten wir den nächsten spannenden Punkt hier hinten. Dass die immer sich mit den lieben Zivilisten anlegen. Wenn hier jemand sich mit Zivilisten anlegt, dann bin ich das. Warum muss es noch eine Etage hier tiefer gehen? Thank you.
hier durch. Ich habe keine Zeit, um mich um euch zu kümmern. Nicht schlafen, dann werde ich auch nicht nass. Da oben wäre die nächste. Wobei, das klingt doch schon mal halbwegs praktisch. Danke für die Spende, Jungs. Ich hab gepennt, nee, dort wäre der nächste. So, weiter geht's.
Sorry, Leute. Die Jungs immer hier so viel Stress schieben. Dass das Ganze nicht ganz so kritisch ist wie im richtigen Leben, wenn man unter ein Boot kommt. Ein schöner Segler. Was Feines. So, dann hätten wir dort die nächsten.
Dann paddeln wir mal ein bisschen. Ich glaube, heute haben wir auf jeden Fall noch hier die wichtigsten Kisten zu sammeln. Das ist heute aber wieder schlecht. Dann erstmal die da. Wieder dort. Erstmal kurz dort oben und klopfen wegen der Kiste. Huh!
müssen mal hier schauen, dass wir ein bisschen Strecke gut machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das immer wieder richtig genial. Vor allem, sag mal, wenn man sich darauf anlegt, unbedingt unheimlich perfektionistisch dabei zu sein. Das Ganze, was richtig schön entspannend ist. Und dann hätten wir noch diese Kiste auf dem Radar. Dann hätten wir, glaube ich, einen Großteil hier vom Fluss auch erstmal aufgeräumt. Echte Raritäten! Kommen Sie, sehen Sie selbst! Hält! So viel Fluss drumherum. Und er springt mitten aufs Boot. Yo! Dorthin, aber dahin mal kurz schnell reisen. Da kann ich da noch mal den Steckbrief mir schnappen. Ich glaube, dann wären wir sogar schon ein gutes Stück weiter. Eine weitere Folge lohnt sich wahrscheinlich nicht mehr heute aufzunehmen. Oder zumindest.
Sehe ich hier noch was, was ich gerade noch einsammeln kann? In den eroberten Bezirken. Aber ich glaube, dem ist gerade nicht ganz so sehr. Dann würde ich jetzt noch mal schnell in den Zug springen. Gegebenenfalls noch mal schauen, was wir alles hier drin haben, um dann gleich irgendwann zu sagen, dass es für heute wäre. Und zumindest erstmal für heute Nachmittag. Ein Brief für mich. Hallo, my lord. Keine Ruhe, den Gottlosen. Bitte mal alles auffüllen, jo. Haben wir vorne noch irgendwas Spannendes? Das Buch liest sich wie eine Tragödie. Das klingt doch so und so schon mal nach einer sinnigen Verbesserung. Pub-Investor. Pub-Spiele. Berühmt. Das klingt auch gut. Oh.
Das klingt doch erstmal wie ein Plan. Und jetzt machen wir einen Cut für heute. Bis dahin, euer Gentle.